Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, das weckt einige Erinnerungen, die nicht schönen Ursprung haben. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Glenn finden, wissen wir auch, was mit Dale ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Naja. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Glenn hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Wir sollten schnell rein. Ja, ja. Dann rein mit uns. Oh, oh, okay. Das ist Gleb. Das war Gleb. Das war. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnian-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitungen getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Dell, ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Einmal Arschloch, immer Arschloch. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Du Wichser, kommst schon noch in meine Gasse? Die Jinata-Sicherheit bekämpft die Erste Ordnung? Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Sollten wir das ausnutzen? Vorwärts! Okay, die kommt uns zwar gelegen, aber die stehen ja jetzt nicht gerade auf unserer Seite, was ich so mitkriege. Das hat sich halt gerade irgendwie durch Zufall ergeben.
So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, davor steht erreichen, okay. Hacker mal, da drin könnte was sein, was ich brauchen würde, glaube ich. Edenverser war früher Commander des Inferno-Trupps. Jetzt als Zivilistin und Mutter tut Aiden alles für ein ruhiges und friedliches Leben mit ihrer Familie. Ich merke es gerade. So, Karten ausrüsten. Das werden wir machen. Was haben wir denn dafür? Verringert den Schaden? Na, Gesundheitsregeneration, das war gut. Kürzere Ladezeiten. Und wo ist mein Schild? Das Schild ist da. Deflektor. Frontkämpfe Erneuerung. Nö, die brauchen wir nicht. Aber dafür nehmen wir das, wo die Fähigkeiten, die Gesundheitsreck. Okay, passt. Schon besser. Schon besser. So, dann werden wir mal da noch vorwandern. Hopp, hopp, im Laufschritt. Mir folgen. Wo ist er? Schriff? Geh mal. Nicht trödeln. Der Raketenwerfer, den nehmen wir natürlich. Wir werden ihn brauchen, habe ich das Gefühl. Da kommt was Größeres. Ja, ah, da ist er ja schon. Nö. Da noch einer drinnen. Nein, da war nur einer drin. Das ist nicht gut. Na gut, wir müssen da auf. Na, wo geht's? Da schaut's einmal sauber aus. Wir werden aber da hinter den Stapeln bleiben. Der Walker da. Ist da oben irgendeine Waffen? Ja. Komm zu Daddy. Jetzt ist wieder die Lampe im Weg. So, da. Du nervst nimmer. So, Sheriff, komm. Füße in die Hand nehmen. So, wir sind herin. Sie sind uns im Weg. Ausschalten. Und Laufschritt. Geh mal, nicht trödeln. Wo sind die? Da hinten. Na, schau so mit deinem Kopf, danke. Next. Schaut einmal ruhig aus im Moment. Zumindest im Moment schaut es einmal ruhig aus. Darauf müssen wir, alles klar. Kommunikationsrelais. Ist immer positiv. Wer sieht uns da bitte? Ich bin hinter der Säule, aber ist wurscht. Gibt's mir das da? Hacken. F2 am dem Wert. Ja, ich weiß es. So, wir müssen da wieder runter. Zum Relais durchbrechen. Ja.
Sollten wir die vielleicht da oben, wenn wir es nicht rauf zum Hacken. Aus deinem Feuerschutz. Hacken, da hinten oben ist es. Mit. Was ist denn das? Schweres Geschütz. Das werden wir auf jeden Fall mal aufstellen. So. Hacken bitte. Dio, scan die Stadt nach Rettungssignalen. Verstärkung, untere Ebene. Sie haben schwere Waffen. Wo? Ey, wie kommt denn der da auf? Sackratte sitzt auf einmal genau hinter mir. Dieses Geschütz ist ja auch für den Hugo, wenn da alle so einfach aufkommen. Was willst du dort? So, Nächsten. Wo kommen die Nächsten her? Ja, wo muss ich denn? Ah, da. Zuerst habe ich da nochmal eine Kiste. Geh mal. Du musst was hacken. Gib Gas. Was haben wir noch drinnen? Okay, das ist nur wieder ausrüsten, okay. Geil! Auf geht's! Ich will mich nicht selbst zum Ziel machen. Ich gehe weiter zu Fuß. So, ich muss einmal ganz kurz schauen, was das Ding kann. Bewegungsscan entdeckt und markiert feindliche Soldaten, solange er aktiv ist. Ionenangriff verstärkt kurzzeitig deine reguläre Munition mit einem Ionenangriff, hochgradig effektiv gegen Fahrzeuge und Reparieren des Fahrzeugs. Manuelle Initialisierung des Wartungssystems mit Erhöhung der Rumpfintegrität über einen kurzen Zeitraum. Alles klar? Reparieren. Ah, da geht's ein bisschen zum Angasen. Oh, so. Da ist auch noch ein Walker. Erst Schrift, hau dich da rein in den Walker. Komm. Da. Schmeiß dich da rein. Sind wir viel effektiver mit zwei. Aber er will nicht. Muss ja was. Jeden Einzelnen.
So, dann gehen wir mit auf, wenn die da oben hocken. Ist ja kein Problem. Sie kommt nicht an die Kapsel ran, bevor der Bereich nicht gesichert ist. Du musst schon hinter dir Optiken Schrift fährst. Hinter dir rennen sie mal dumm, das ist ein Wahnsinn. Habe ich nicht aufs Reparieren geschaut. Scheiße, so viel hält das Ding also doch nicht aus, okay? Na gut, okay. Auf ein neues. Na komm schon. So, unsere Strategie ist, dass ich alle niederschieße und du blind durch die Gegend rennst. Das ist unsere Strategie. Scannen, wo die alle sind? Okay. Das ist ein schwerer Schütze. Ja, ja, weiß man. Neu formieren brauchst du nicht. Warte mal, ist eh gleich vorbei. Ich werde mal da raufgehen. Noch mal reparieren, dass wir da ganz raufkommen. Genau, sonst wäre alles gesichert. Dann tun wir die Kapsel, ja? Okay. Die Kapsel ist. Okay. Alles klar. Machen wir sie auf. Ja, da muss ich irgendwie absteigen. Das kann ich wahrscheinlich so machen. Okay. Bitte lass sie drin sein. Sie ist leer. Shit. Schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Dem Signal folgen. Schriff, was ist? Erst stehst da mitten vor den Leuten und nichts passiert. Für was habe ich die Miet? Das gibt kein gutes Zeugnis. Gebiet sichern. Wir nähern uns. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Ray darf nicht verletzt werden. Achtung! Feindlicher schwerer Schütze! Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht explodiere.
Gibt's mir bitte diese Ionenladung, die könnt ihr jetzt gut brauchen. Die ist riesig. Der ist ein Wahnsinn. So, aber jetzt muss ich aus. Ich muss. Ah, ich kann wieder nicht aussteigen. Wenn man geht, drückt, kann man nicht aussteigen. Wieso nicht? Mitten im Gefecht. Ich kann das Vehikel nicht verlassen. Nicht scheiße drauf, jetzt bleibe ich. Komm nicht an gegen den ohne. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Zay darf nicht verletzen. Ja. Wo muss ich denn hin? Wo zeigt er mir das an? Das Ziel? Gar nichts. Ich muss den Bereich sichern. Steht da immer dort, wo man nicht braucht, der Hund. Bitte. Auf ein neues. Zay ist nicht hier. Keine Sorge. Zay ist klug und stark. Wir finden sie. Jetzt müssen wir nur mal direkt ums Kapsel da suchen. Sie lebt, Shriff. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Wow, sie ist am Leben. Das ist viel wert. Wir folgen dem Signal. Alles klar.